Und eine gute Kondition braucht Schwergewichtsprofi François Botha. Der weiße Büffel ist in Deutschland bestens bekannt. Spätestens seit seinem Kampf gegen Axel Schulz vor 14 Jahren, wo 20 Millionen Fernsehzuschauer mitfieberten. Jetzt im Mai fällte er die deutsche Eiche Timo Hoffmann. Und am Sonnabend, da steht er wieder im Ring, dieses Mal in Dessau-Roßlau. Der weiße Büffel als Unterhaltungskünstler im Rathauscenter Dessau. François Botha, 41 Jahre jung, 115 Kilo schwungvolles Lebendgewicht, der schon mit Mike Tyson und Wladimir Klitschko durch den Ring tanzte, ist begeistert von der Bauhaus-Metropole. Einfach wunderbar, die Menschen hier im Hotel, im Boxcamp, alle sind so freundlich zu mir. Ich fühle mich schon wie einer von euch. Beim PSV Dessau hält sich der weiße Büffel täglich 2 bis 3 Stunden in Form. Spontan organisiert er zusätzlich eine kleine Übungsstunde mit dem Nachwuchs der Boxabteilung. Hier kennt man den immer gut gelaunten Champion schon ganz genau. Oh, very good, very strong. Er ist ein guter Boxer und dass der einen ganz schön hart schlagen kann. Mit den 6 Fäusten, das machen wir hier nicht. Das ist mal was ganz anderes. Also, das muss man auch viel schneller reagieren. Das ist sehr schön. Im Rathauscenter lässt es Botha dann selbst für die Fans richtig krachen. Sein Gegner am Samstag wird der 15 cm größere Kubaner Pedro Carrion sein. Botha gibt sich trotzdem siegessicher und plant schon weiter. Natürlich kämpfe ich auch noch einmal gegen Timo Hoffmann, die deutsche Eiche, aber noch mehr interessieren mich die Klitschko-Schwestern. Gegen diese beiden würde ich gern noch einmal meine Hände heben. Die Fortsetzung der Show mit dem weißen Büffel aus Südafrika am Samstagabend in der Anhalt-Arena.